Wie kann man am besten Gaming und etwas Gutes tun miteinander kombinieren? Ganz einfach, wir spielen Splatoon 3 und spenden für jeden Kill, den wir machen, 1 Euro. Viel Spaß! Wir spielen zunächst 2 Runden Revierkampf und im Anschluss dann nochmal 2 Runden Rangkampf und wir zählen Kills sowie auch Assists, also quasi wir zählen die Anzahl an Kills, die am Ende im Scoreboard steht, aber da werden ja soweit ich weiß normale Kills und Assists zusammengerechnet, aber ich glaube, das ist einfach einfacher für uns zu zählen. Ich habe mich jetzt im Revierkampf für den NZAP entschieden, weil ich glaube, dass ich damit eine ganz gute Performance liefern kann. Zack, da haben wir nämlich schon den ersten Kill, scheiße, weil es ist tatsächlich auch, um Kills zu machen, wichtig, viel von der Gegnerbase einzufärben, weil dann haben sie weniger Bewegungsspielraum und so weiter. Zusätzlich habe ich die Haftbomben dabei. Ich erhoffe mir hiervon einfach, keine Ahnung, also wenn es gut läuft, so 10 Kills. 10 Kills wären schick. Da würde ich mich drüber freuen. Ich habe einen Kill mit meiner Haftbombe gemacht, Freunde. Sehr schön. So, wir versuchen den jetzt. Oh, da vorne ist einer. Den zurückzutreiben. Ich stelle mal hier diesen Spezi-Spender auf. Damit bin ich noch ein bisschen schneller unterwegs. Dann werfen wir mal eine Granate ins Schild. Und noch eine Granate ins Schild. Oh, wow, das hält ganz schön was aus. So, genau. Und dann vertreiben wir ihn. Oh, jetzt hat er hier sein Tintegrator gezückt. Ne, auf den habe ich wenig Lust, wenn ich ehrlich bin. Ah, ich komme noch nicht so ganz an die Gegner ran, muss ich zugeben. Oh, hallo! Wer bist du denn? Nee! Wie viel hält denn der aus? Was soll das denn? Ah, wieder ein Kill mit der Granate. Sehr schön. Da drüben kommt jemand. Der hat auch wieder seinen Tintegrator. Warum haben die denn alle immer ihre Special ready? Was soll denn das? Zack, den nehmen wir noch mit. Da schlägt hier eine Granate ein. Der dreht sich jetzt um und will mich, hat aber keine Tinte mehr. Oh mein Gott, habe ich Glück, der hatte keine Tinte mehr, um mich anzugreifen. Zack, den Kollegen nehmen wir mit. Scheiße, sein Schwall hat mich noch erwischt. Aber ganz okay, ich glaube, wir sind schon bei 6 Kills. Das ist jetzt nicht die Anzahl, die ich wollte. Aber also mein Team kriegt hier auch gerade irgendwie auch nicht so viel gebacken. Also wir werden von den Gegnern ziemlich dominiert. Ich will hier gar nicht immer nur mein Team blamen. So, aber ich meine einfach wir. Also mein Team ist gerade echt ein bisschen böse am Verkacken. So, du verziehst dich. Dann nehmen wir dich noch raus. Oh shit, warte, passt auf. Den nehme ich noch mit. Nee, verdammt. Okay, wie viel waren das? 8 Kills. Nicht die 10, die ich wollte, aber mit 8 kann ich auf jeden Fall leben. Aber ganz zufrieden bin ich noch nicht, Freunde. So, 2. Runde Revierkampf. Ich freue mich ja schon auf den Rangkampf. Der ist mir immer etwas sympathischer. Ich bin jetzt zum Trommelschwapper gewechselt, weil man mit dem gerade mit den Granaten sehr gut einfärben kann. Und auch seine Genki-Dama-Special ist ganz gut. Ich glaube, mein Problem mit der Ense war, dass ich vor allem mit meiner Special keine Kills machen konnte. Und gerade im Revierkampf kann man darüber eigentlich immer ganz chillig noch ein bisschen was reißen, ne? So, ne? Deswegen probieren wir es jetzt einfach mal. Wir laden den Bums hier auf. Feuern den mitten in die gegnerische Base. Zack. Und hab keinen Kill gemacht und wurde dabei selber getötet. Gut, das läuft. Ja, mit der Sprudelbombe einen Kill gemacht. That's the Ray. Oh Gott, hinter mir, hinter. Oh boy. Wie kommt denn der Panzer in unsere rein? Holy shit. Alter, wenn dir so ein Doppler-Spieler in die Fresse springt als Trommelschwapper-Spieler, bist du am Arsch. Und die haben einfach 2 Doppler und noch einen Kalligrafen. Die haben 3 Nahkämpfer. Da bist du einfach als Schwapper-Spieler ein bisschen am Arsch. Weil die einfach viel zu schnell sind und einfach deinen Geschossen viel zu leicht ausweichen können. Das ist echt kein gutes Luck, was ich hier gerade im Matchmaking habe. Ich krieg nicht mehr meine Special aufgeladen, weil ich einfach nicht mehr genug Tinte verteile. So, jetzt schauen wir mal, was abgeht. Können wir damit was treffen? So, zack. Schön nach hinten damit. Der kommt hier nach vorne. Den nehmen wir mit, zumindest als Assist. Hey, besser als nichts. Gilt auch für den guten Zweck. Wieder ein Assist mit der Sprudelbombe. Okay, jetzt können wir am Ende doch noch ein bisschen unseren Counter nach oben treiben. Dass wir zumindest aus den Rangkampfrunden nicht als Komplettversager rausgehen. So, jetzt kommt gleich wieder so ein Schwapperspieler und will mir in die Fresse springen. Ich sehe das schon, ne? Der Kalligraf genauso. Die wollen mir alle instant in die Fresse springen. So, irgendeiner verfolgt mich gerade. So, komm. Trau dich. Wo ist der hin? Wo ist der hin? Okay, der ist weg. Ach nein, das war der Panzer da drüben. Das war der Krabbenpanzer, okay? Da kommt der Kalligraf. Den versuche ich hier mal vielleicht mit einer Granate hier raus zu. Nein, natürlich hat der jetzt seine Special. So, halt doch die Schnauze. Warum? Das läuft nicht. Das läuft nicht. Aber ich hoffe, dass wir im Rangkampf besser performen. Das ist das Wichtige, Freunde. So, nochmal 3 Kills. Kommt zu den 8 oben drauf. Sind jetzt bei 11 Euro. Das ist noch nicht so viel. Aber ich hoffe, dass wir im Rangkampf einfach bessere Leistung liefern können. Okay, jetzt noch 2 Runden Rangkampf, Freunde. Operation Goldfisch. Ein sehr, sehr wilder Modus, wo wenig Ordnung drin ist. Ich habe mir meinen Gallon geschnappt, mit dem ich eigentlich immer ganz zufrieden bin, der mir immer gute Dienste geleistet hat. Und dann schauen wir einfach mal, ob wir hier noch was liefern können. So, ich feuer da jetzt erstmal so ein Schild hin, dass wir hier noch ein bisschen weiter vorne chillen können. Leider nur ein paar Hitmarker gesetzt, nicht genommen, also hat nicht gereicht zu killen. So, wir haben die Kanone. Jetzt schauen wir mal, ob wir auch liefern können jetzt. So, mein Team bereitet mir sehr gut den Weg. Ich meine, wenn wir natürlich eine Runde gewinnen,
Ach ja, wow, wäre das auch schön. Ich weiß nicht, ob es so klug ist, von mir die Goldfischkanone zu nehmen. Das ist, mit der killt man eigentlich nicht so viel. Zumindest ich nicht. Oh Gott, da oben steht, was ist das, ein Splatling-Spieler? Ich glaube schon, irgendeiner mit enorm viel Distanz. So, du machst erstmal einen Abflug. Oh Gott, ich habe hier Ding, Heuboje. Den haben wir noch gekillt, zweiter Kill. Oh, dritter Kill. Was los? Oh mein Gott. Let's go, guys. Let's go. Okay, und ich habe die Kanone. Jetzt habe ich sie doch wieder, ne? Egal, das ist doch schon mal ein guter Auftakt. Na, da fließt doch schon mal Geld in die Spendenkasse. Da haben wir noch mal einen Kill gemacht mit der Goldfischkanone. Wunderbar. So, ich weiß noch nicht, ob ich hier zu gut nach vorne komme. Irgendwie kann ich jetzt hier noch nicht so viel Progress machen, wie ich es mir wünsche. So, die Heuboje ist auf mich gerichtet. Da kommt einer von der Seite. Und will mich? Boah, ey, ich bin komplett lost. Ich kam nicht nach vorne und auf einmal vier Gegner um mich rum. Vielleicht muss man auch einfach mal sich ein bisschen was trauen und einfach mal straight in die Fresse, einfach in die Gegnerbase rein. Vielleicht ist es auch manchmal gar nicht schlecht. Oh Gott, da ist irgendein Nahkampfspieler. Da ist der Splatling-Spieler noch. Ich muss es hier mal massiv auf Abstand. Ja, der verfolgt mich. Der hat Bock auf mich. Von wo kommt der? Von da? Von da? Oh Gott, ich werde von überall belagert. Ja, wir werden gerade böse an die Wand gespielt. Die stehen einfach in unserer Basis und töten uns so nach dem Motto, ey, alles klar. Du, ihr sterbt jetzt, ob ihr wollt oder nicht. So, Heuboje, laden wir mal auf. Vor allem jetzt einfach mal in die Gegnerbase. Keine Ahnung, ob ich vielleicht den Goldfischkanonenträger damit erwische. Ich weiß auch noch gar nicht, wo der ist. Oh, die haben unseren Checkpoint erwischt. Das ist nicht so gut. So, aber dann sprengen wir das Ganze hier erstmal. Oh Gott, da ist wieder so ein Rollerspieler. Wie ich Rollerspieler hasse. Verzieh du dich erstmal. So, Goldfischkanone. Nee, die haben unseren Goldfischkanonenträger gekillt. Wer? Wo? Warum? Oh, jetzt kam der da runter. Verdammt, der hat mich kommen sehen. Wir werfen ihm mal ein Schild nach vorne, wenn sich irgendjemand die Kanone grabben will. So, dann try, bitch. Oh, nee, da hat jemand das Schild kaputt gemacht. Oh, boy. So, verpiss dich jetzt. Und jetzt Heulboje da oben auf den Goldfischkanonenträger. Und jetzt flankieren wir den einfach, Freunde. Zack, hier, Feierabend. Geaced. Und jetzt nimmt mein Team hoffentlich die Goldfischkanone mit. Und jetzt müssen wir hier mal uns ein bisschen den Weg freiprügeln. Ein bisschen Dominanz auf der Map zeigen. Da unten schimmelt einer. Ja, der... Mann, wo kommt der jetzt her? Den habe ich nicht kommen sehen. Ah. So, zack, du machst einen Abflug, genau. Da unten chillt noch einer. Habe ich auch noch erwischt. Ich bin leider auch gestorben. Ich weiß gar nicht. Ich habe keinen Überblick, wie viele Kills ich mache. Aber für die Spendenkasse lohnt die Runde auf jeden Fall. Und das ist das einzig Wichtige in diesem Format. Ob wir jetzt gewinnen oder verlieren, ist mir egal. Hauptsache, es hagelt Kills und das tut es. Weil jeder Kill heißt Spendenkasse Tsching. So, ich habe hier die Kanone. Jetzt müssen wir ganz genau aufpassen, was hier abgeht. Wir müssen jetzt einmal gemeinsam nach vorne. Einmal gemeinsam Gas geben. Der steht schon wieder einfach, der Dude in meiner Fresse. Das ist zum Heulen. Die spielen gut. Die spielen sehr gut, die Gegner. Let's go, 13 Kills, das schmeckt. Ich weiß gar nicht mehr genau, wie viele Kills ich davor hatte. Ich glaube auch insgesamt 12 oder 13. Ich glaube, wir sind so bei circa, oh, ich bin im Aufstiegskampf, bei 25 Euro, glaube ich. Und jetzt noch eine Runde. So, Grüße, by the way, an der Stelle noch an Yui Senko hier, der mit mir gemeinsam diese Kämpfe bestreitet. Der ist mir einfach nachgejoint. Mal schauen, was wir auf die 25 Euro nochmal oben drauf packen können. Immerhin habe ich einen Assist bekommen. So, und mein Team hat den Checkpoint erreicht. Das ist ganz, ganz nett. So, jetzt muss ich nur aufpassen, was ich tue. Ah, no. Ich wurde gesehen. Der Sniper-Spieler hat mich gespottet. No. Ich wollte sneaky in die Base rein. Das ist doch zum Heulen. So, die stehen alle wieder in ihrer Base hier. Zack, du machst einen Abflug. Du machst einen Abflug. Oh, nee. Jetzt hat der mit dem Jetpack die Explosion getriggert. Ah, moin. Oh nein, jetzt hat der mit der Goldfischkanone mein Schild kaputt gemacht. Dann kam der mit der Sniper direkt hinterher. Ey, es läuft aber auch nicht. Es ist, by the way, Fun Fact, von meinen letzten 16 Spielen, die ich in Splatoon gemacht habe, habe ich 13 verloren. Ich weiß wirklich nicht, ob mein Matchmaking kaputt ist, ob ich gerade einfach nur insane Pech habe, ob ich einfach schlechter geworden bin, aber ich bin legit nur am Verlieren. Also ausschließ jetzt, hat mich was denn jetzt erwischt? Hä, der mit einer Kleck... Der hat eine Klecksbombe auf sich selber geworfen. Der hat quasi ein Selbstmordkommando gezündet. Oh. So, jetzt schauen wir mal, ob wir hier noch ein bisschen in die Gegnerbase rein kommen und hier ein bisschen für Randale sorgen können. Da, den Jetpack-Spieler schießt mir einfach aus der Luft. Du brauchst mir gar nicht so ankommen. Hinter mir ist einer. Der hat Bock auf mich, aber so leicht lasse ich mich hier noch nicht rausnehmen. Zack, wir feuern da hoch. Keiner ist das bekommen. Was soll das denn? So, und da steht wieder der gegnerische Sniper-Spieler. Zack, zack, zack. Der gehört mir. Du gehörst auch mir, Double Kill. Ich feuer jetzt hier gleich mal genau eine Heuboje ab, um den Dude in Bewegung zu halten. Schade, hab ihn nicht erwischt. Goldfischkanone ist aber wieder safe. Vielleicht kommt der Pintelspieler jetzt auch von hier hinten, ne? Nein, kommt er nicht. Schade. Da oben ist der Wandenschwapper-Spieler. Sehr schön, wieder ein Double Kill. Ah nein, jetzt hat mich der Sniper ins Visier genommen. Aber die Runde läuft besser, Freunde. Die Runde läuft besser. Wer bist du denn? Okay, verzieh dich. Danke für den Euro in die Spendenkasse. Boah, der Sniper hat mich... Ich hab schon wieder den Laser gesehen, Freunde. Ich hab ihn schon wieder gesehen. So, du kommst her.
Hier geht gar nichts. Nochmal ein Double Kill mitgenommen. Ey, in der Runde performe ich aber wirklich, Mann. Ich bin richtig stolz. Oh Gott, die Goldfischkanone ist fast in unserer, auf unserem Checkpoint gelandet. Aber bisher konnten wir es wirklich schaffen, dass das Gegnerteam noch nicht rankommt an unseren Checkpoint. Das ist eigentlich echt crazy. So, der Sniper hat wieder Bock auf mich. Der ist schon wieder gewillt, hier Gas zu geben. Ich darf nicht auf Gitter laufen, weil da kann ich nicht schnell vor ihm flüchten. Hier war doch gerade jemand, oder? Oh, was passiert denn jetzt hier? Okay, hier ist übelst der Randale. Ich blick gar nicht mehr durch, wer zu wem gehört. Oh Gott, da ist ein Chatfix-Spieler und da ist ein Pinselspieler. Ich hab einen Assist bekommen, das ist okay. Ja, komplettes Chaos. Okay, die Goldfischkanone geht wieder gefährlich in Richtung unseren Checkpoint. Aber wir können das immer wieder verteidigen. Goddammit. Good job, Team. Good job. Warte mal, der springt doch gleich safe hier hinten runter, oder? Nee, macht er nicht. Wo sind die Enemies? Hallo, Gegner? Chill hier mal ganz vorsichtig. Okay, die kommen alle an. Okay, der Kollege kommt jetzt hier lang. Zack. Verdammt, ich bin tot, aber ich habe noch einen mitgenommen. Ich wusste nicht, dass der Goldfischkollege jetzt zu mir kommt. Ich wollte eigentlich so sneaky das gegnerische Team abfangen. Aber wenn alles bleibt, dürft, gewinnen wir sogar noch diese letzte Runde. Und dadurch, dass es kein K.O.-Sieg war, ging das Match über die volle Länge. Und ich konnte sogar noch meinen Kill machen zum Ende. Und wir können nochmal ordentlich Geld für die Donation-Kasse sammeln. So, jetzt müssen wir noch einen Kill machen. Wir müssen jetzt nur unseren Checkpoint verteidigen. Und wenn wir den Gegner jetzt nochmal gekillt bekommen, dann ist die Runde auch vorbei. So, wir spielen hier ganz vorsichtig. Zack, das war's. Da müssen es aber nochmal ordentlich Euros in die Kasse gekommen sein, oder? 14 Kills nochmal. Yes. Das finde ich eine äußerst nice Sache. Ich rechne jetzt nochmal ganz kurz zusammen, wie viel Geld ich donate. Und dann spenden wir jetzt auch noch gemeinsam. Spenden tue ich das Ganze an die deutsche Obdachlosenhilfe, weil gerade jetzt dann im Winter mit den steigenden Heiz- und Stromkosten verlieren mit Sicherheit einige Leute hier zu Hause, weil sie sich die immens hohen Nebenkosten nicht mehr leisten können. Was super ekelhaft ist. Es hätte meiner Meinung nach mehr sein können, aber wir halten uns an die Challenge. Wir machen 38 Euro. Aber das ist ja vielleicht nicht das letzte Mal, wo wir diese Challenge machen. Also abonniert gerne. Dann machen wir das auf jeden Fall nochmal und dann können wir hoffentlich ein bisschen mehr Geld sammeln. So, unsere Spende wird verarbeitet. Ich hoffe, sie funktioniert auch. So sieht's aus. Und falls ihr jetzt noch eine Challenge sehen wollt, in der ich Geld für einen guten Zweck erspielt habe, klickt hier oben drauf. Dankeschön an meine ganzen Kanalmember für euren Support. Vielen, vielen, vielen Dank. Und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal in einer neuen Splatoon 3 Challenge.